In Staffel 9 stellt sich die alte Teeverkäuferin Miss Taki dem dunklen Lord der Schatten, Gamadon. Was mit ihr danach passiert, sehen wir leider nicht, weil die Kamera zu Skylar übergeht. Wir hören aber, wie ein paar Mitglieder von Gamadons Motorradgang über sie reden. Sie ist verschwunden, als Gamadon sie festnehmen wollte. Okay, also ist sie entkommen? Nun, leider wohl eher nicht, denn das, was die Anhänger hier sagen, ist im Original im Englischen ein bisschen genauer. Was ist mit der alten Frau? Fragt der eine und Kilo antwortet, dass sie sich ab sofort keine Sorgen mehr um sie machen müssen, was wohl bedeutet, dass sie wohl von Gamadon getötet wurde, was auch das Lachen seiner Anhänger besser erklärt. Für mehr spannende Fakten lasst unbedingt ein Abo da und ansonsten danke fürs Zusehen und bis bald.